Ja, wir stehen hier auf der Dachterrasse des Hotels Das Krontaler in Achenkirch. Stefan Kutschke ist hier, einer von 5 Neuzugängen des SC Paderborn. Und ja, hallo, die erste Frage. Du bist jetzt einige Wochen hier. Das Trainingslager ist so gut wie zur Hälfte angelangt. Wie ist der Eindruck von der neuen Mannschaft, vom Verein? Ja, hallo erstmal. Eindruck ist super. Erstmal bin ich dankbar Michael Born und André Breitenreiter, dass der Wechsel stattgefunden hat. Hat sich ein bisschen hingezogen, um sich dann mit dem VfL Wolfsburg einig zu werden. Ja, eingelebt habe ich mich in Paderborn recht schnell. Lange Zeit im Hotel gewohnt, bis kurz vor Abreise ins Trainingslager dann auch in der eigenen Wohnung gewesen, bisschen außerhalb von Paderborn. Mit der Mannschaft super klargekommen, man wurde super aufgenommen, auch relativ junge Mannschaft, das hat super gepasst. Ja, und jetzt im Trainingslager, dass man, jeder sehen jetzt im Ende auch hinzu, wo wir erst die Hälfte geschafft haben. Wenn man die Vormittagseinheit von heute wieder mit reinnimmt, war das schon hart. Aber wir arbeiten für ein großes Ziel und dann, glaube ich, lohnt sich das. Das heißt, ein Trainingslager gehört für dich ganz normal dazu und du findest es auch nicht schlimm, die Belastung, das Zusammensein eine Woche, oder ist gerade für einen neuen Spieler vielleicht auch sehr wertvoll? Ja, das ist immer wertvoll. Ja. Man lernt sich dann schneller kennen, man wird schneller eine Einheit und das ist unser Beruf. Ja. Klar, das gehört das Trainingslager dazu und klar gehören auch knackige und intensive Einheiten dazu. Ja. Wir müssen dann fit sein und ich glaube, hier zieht jeder überragend mit. Und das kann eine große Stärke von uns werden. Der Trainer hat vor der Saison mal gesagt, dass er davon ausgeht, dass ihr den gegnerischen Strafraum nicht so oft sehen werdet in der Saison, dass der Gegner viel Ballbesitz haben wird. Er hat gestern mal eine Fünferkette versucht spielen zu lassen gegen Bilbao mit nur einem Stürmer. Du bist ein Stürmer. Wie siehst du den Konkurrenzkampf vorne, wenn man vielleicht davon ausgehen muss, dass häufiger nur eine Spitze eingesetzt wird? Ja, es ist so, man hat es bei Braunschweig letztes Jahr, glaube ich, gut gesehen. Die haben in der ersten Hinserie einen Fehler gemacht, sich dann halt nur hinten reingestellt und sich aufs Kontern beruht. Das sollte vielleicht nicht unser Ziel sein. Ja, man sollte auch probieren, ein bisschen mitzuspielen. Er hat recht mit seiner Aussage. Es wird nicht einfach für uns werden. Bloß müssen wir selber unser Spiel finden. Natürlich will man gerade als Stürmer auch mal den Strafraum sehen, weil irgendwann wirst du an Toren natürlich abgerechnet. Zum Thema Konkurrenzkampf, da hat man gesehen, was die Jungs letztes Jahr für eine tolle Leistung da hingelegt haben. Ja, und das haben alle eine Berechtigung, in der Mannschaft zu sein. Natürlich wird es jetzt zum Ende hin des Trainings oder des Trainingslagers und der Vorbereitung dann auch härter werden. Ja. Man muss sich durchsetzen, es sind unterschiedliche Stürmertypen da. Ja. Und ja, wer am Ende den besten Eindruck beim Trainer hat, der wird spielen. Aber ich glaube, die Stürmer, die da sind, werden in der Saison alle gebraucht. Jetzt wird Paderborn von allen als krasser Außenseiter gesehen, als erster Absteiger. Sagst du, damit leben wir gut oder siehst du das völlig anders? Ja, ich glaube, es wäre für uns fatal, wenn wir sagen würden, wir hätten nichts mit dem Abstieg zu tun. Ja, für uns kann vielleicht darin die große Chance liegen, wenn jeder Gegner sagt, okay, die holen gegen uns eh nichts. Ja, dass wir vielleicht an einem oder anderen Wochenende für einen Überraschungseffekt sorgen können. Und lieber gehen wir als Underdog in das Spiel, können für eine positive Überraschung sorgen, als wenn wir uns von vornherein hinstellen und sagen, okay, dass unser Ziel ist, ja, mit dem Abstieg gar nichts zu tun zu haben und landen irgendwo in der Tabellenmitte. Dankeschön.